rohe Gewalt. Das ist die Statue, die ist jetzt hier schon wieder in Geisterform zu sehen. Schwer. Ich suche erstmal noch ein paar Hinweise und dann gucken wir mal. Zerbrochenes Glas. Zerbrochenes Glas, genau wie bei meinem Mord. Da ist es kaputt, aber da ist sie nicht durchgeflogen. Das ist einfach nur, da muss ein Kampf drin gewesen sein. Guck jetzt mal hoch. Mietz, 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 mietz. Hier gibt es bestimmt noch Hinweise. Achso. Und noch mehr Blut. Harter Abprall. Nur etwas Mächtiges könnte den Boden so springen lassen. Vermutlich noch ein Fall aus großer Höhe. Aha. Da drüben gekämpft, dann da gegen das Fenster gehauen. Hier war Fenster offen, hier rausgeschmissen. Da wollte sie, ich hau ab und dann... Ja. Weil der da oben war, ganz schnell hier unten und hat die Statue umgestoßen. Oder? Locken war da. Ich will nur das Dings da. Ja. So, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Der sechste Hinweis fehlt mir. Was ist jetzt hier der sechste Hinweis? Die war ich in der Meinung hier. Die Glocke. Ach komm, wir kriegen wir so hin, ne? So. Wie genau ist Ibis gestorben? Selbstmord. Das war zu Tode gequetscht. Also. Ah ja. Rein. Zu Tode gequetscht. Steine der Statue. Iris wurde vom Glockenmörder getötet, aber wie hat er sie gefunden? Geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält.
Denk daran. Es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Was hat er hier noch getan? Suche oben nach der Spur des Mörders. Ja, das hatte ich ja vorhin schon. So. Fehler. Weil ich habe ja nur schon mitbekommen, die hatten oben den Kampf. Entschuldigung. Heilige Scheiße. Was ist das hier? Fallen. Eigentlich. Zack, aufgeklärt. Ich brauche keine Hinweise. Also waren Hinweise. Übelst ist durch eine Gruppe von Leuten gewankt, offensichtlich auf der Flucht. Hier ist das kaputte Fenster, so BAM! Zerstört. Bastard. Der Mörder hat diese Leute skrupellos angegriffen, weil der macht so von nichts halt. Alter, bist ein bisschen verdreht. Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Wie kann einer sowas tun? Beeinflussen. Was würde sie... Was würde sie an Gründe für den Mord andenken lassen? Ich suche mal noch weiter, bis ich die Frage verstehe. Überwältigt. Warum all diese Leute ermorden? Warum? Wieso? Das kann er doch nicht tun. Allmächtige Miesmuschel. Der Weg zum Leben. Der Weg zum Tod. Beschreite sie mit zitternden Füßen. Heftig. So, ich war hier noch nicht fertig mit meinen Untersuchungen. Der Fluchtweg. Naja, ob sie da freiwillig raus ist. Na doch, wenn ihr Fußabdruck drauf ist, dann wohl. Sechs von acht Hinweisen. Zwei fehlen. Eine Hochzeitsfeier. Der Bräutigam fehlt. Die Braut auch. Ja, das ist die Braut, ne? Hier. Weißes Kleid. Weißer Anzug. Der weiße Anzug fehlt. Wo ist denn der? Der Koch. Zuflucht. Ronan ist nicht religiös, genauso wenig wie ich. Aber so langsam dringe ich zu ihm durch, was den Sinn der Tradition an Orten wie St. Benedict angeht. Es war so erfrischend, heute hier zu sein. Dieser Pater Mac Crowley leistet so gute Arbeit in der Gemeinde. Er nimmt wirklich Anteil. All die Arbeit, die ich für Jugendliche in Schwierigkeiten geleistet habe, verblasst im Vergleich zu dem, was der Priester geleistet hat. Wenn es so etwas wie einen lebenden Heiligen gibt, dann hat er das Zeug dazu. Leichen. Überall. Wie kann einer sowas tun?
willst du tun? Nee, wo ist denn jetzt hier Ecke und Hinweise suchen? Das ist immer der Knaller hier. Zwei Hinweise fehlen noch. Kann durch die nicht durchlaufen. Das finde ich schade. So, Fenster. Dagegen geworfen. Und nicht durchgekommen. Das Fenster muss so zerbrochen sein, als der Mörder Leute dagegen geworfen hat. Na klar. So, jetzt fehlt noch ein Hinweis. Der letzte Hinweis, wo ist der? Ah, keine Ahnung, komm, wir probieren's so. Da, Zack beeinflussen. Gründe für den Mord. Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen, nicht auf uns. Die Zeugin sagt, der Mörder war eindeutig hinter Iris her und tötete jene, die ihnen in die Quere kamen. Ja. Ermittlung abschließen. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her! Hey, ist sie okay? Ist schon gut, ist schon gut. Alles in Ordnung. Lass mich los! Lass mich los! Er ist hier! Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? So, weiter geht's. Zufällige Opfer. Dieses Massaker war nicht Teil seines Plans. Sie waren ihm bloß im Weg. Also hat der Glockenmörder sie getötet. Genau wie mich. Aber, ist er... Habt ihr gesehen, was der für eine Kraft hat? Ist er nur... Ja, ich muss mal doch... Ich muss mal warten, wie sich das auflöst. So, Joyce Zimmer, sehe Dachboden. Oh nein. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Der arme Priester. Warte mal nochmal. Was ist denn das für ein Geräusch? Die Katze war auch hier. Da. Hört mal hin, was ist denn für ein Geräusch? Keine Wunde, keine Robe und kein Rosenkranz machen so ein Geräusch. Hört mal genau hin.